Ich kann es kaum ertragen, neben ihm zu sitzen. Also seine Anwesenheit macht mich ganz wahnsinnig. Es ging um einen Menschen mit einer starken Schulter, an die ich mich anlehnen kann. Um Menschen. Lass mich bitte ausreden. Nee, aber das Nein, lass mich bitte ausreden. Darf ich bitte ausreden? Du kannst neben mir nicht normal Nein, sein. Nein, kann ich ja, nicht. Deshalb sind wir nicht zusammen. Du holst das Gott. Schlechteste aus mir raus, das Allerschlechteste. Nach dem Show hatten wir ein bisschen Kontakt miteinander, aber hat man gesehen, dass es zwischen uns gar nicht passt, dass wir Carlos und ich nicht zusammen passen. Und ja, wir sind nicht mehr zusammen. Nee, absolut nicht. Nee, also ich kann es kaum ertragen, neben ihm zu sitzen. Also seine Anwesenheit macht mich ganz wahnsinnig. Ich wollte halt auch gerne gewinnen. Ich hatte da Bock drauf auf die Spiele und habe auch gedacht, so ja, vielleicht kann man irgendwie noch mal so gucken. Weil ich habe ja damals Schluss gemacht und ich dachte, vielleicht irgendwie hilft es uns irgendwie noch mal. Und ich hatte auch teilweise, ich hatte natürlich Gefühle auch für ihn. Habe ich auch in der Show auch zweimal gesagt, aber manchmal reichen einfach Gefühle nicht. Und das Problem ist einfach, ich habe eine ganz andere Vorstellung von einem Menschen an meiner Seite. Ich sage jetzt absichtlich nicht Mann, weil es geht nicht um Männlichkeit. Ich habe das in der Show immer falsch ausgedrückt. Es ging um einen Menschen mit einer starken Schulter, an die ich mich anlehnen kann. Um Menschen. Lass mich bitte ausreden. Nee, aber das Nein, lass mich bitte ausreden. Darf ich bitte ausreden? Ein Mensch mit einer starken Schulter, ein Mensch, zu dem ich aufschauen kann, ein Mensch, von dem ich mir was abschauen kann, ein Mensch, von dem ich lernen kann, ein Mensch, der mich inspiriert, ein Mensch, der mich fördert, der schaut, dass ich nach vorne komme, ein Mensch, der die gleiche Vision hat und ein Mensch, der einen Plan hat, ein Zukunftsziel und weiß, wie man an Zielen arbeitet. Und so einen Menschen brauche ich neben mir. Und ein Mensch, welcher du kommandiert hast. Nein, es geht nicht um Menschen, die du kommandiert. Doch, nein, es geht nicht. Das auch. Glaub mir, es gibt Menschen in meinem Leben, die brauche ich nicht kommandieren, weil die von ganz alleine Sachen machen, wo ich nie gedacht hätte. Aber was mache ich nicht Sachen? Ich bin selbstständig, ich habe alles. Ich habe alles. Ja, ist ich habe okay. mir alles alleine geschafft. Alles alleine geschafft, okay. Ja. Kein Problem. Alles alleine geschafft. Mit mir nein, an deiner Seite. Aber ich bin. Du ist redest doch, jetzt guck mal, es ist kein Problem. Guck mal, es geht jetzt so. Nicht um dich. Es ging darum, was ich für einen Menschen in meinem Leben brauche. Und ich habe gerade den Menschen beschrieben, den ich in meinem Leben brauche, damit ich mich zurücklehnen kann, entspannen kann und ganz normal sein kann. Ich kann neben dir nicht normal sein. Ich kann neben dir nicht normal sein. Du kannst neben mir nicht normal Nein, sein. Nein, kann ich ja, deshalb nicht. Sind wir nicht du zusammen. Du holst das Gott. Schlechteste aus mir raus, das Allerschlechteste. Ich mach dir gar nichts. Warte mal. Allein deine Anwesenheit. Mal. Egal, wo ich hingehe oder so, sagen, ey, Nico, geil, cooler ja. Typ. Komm ich zu dir? Was machen wir? Streiten. Was mach ich? Was machst du zu mir? Was mach ich zu dir? Ich hatte die Hoffnung, tatsächlich, das was, ja, nochmal sein ja, kann. Die vielleicht, Hoffnung hatte ich auch, aber... Vielleicht, dass man probieren kann oder so. Aber hat man auch in der Sendung gesehen, dass wir, ja, nicht so zusammengepasst haben, dass es zu, was, es kam zu Beleidigungen, dies, das. Und alles anderes. Und du hast aber auch oft zum Beispiel, was mich halt auch richtig gestört hat, war, du hast in den Interviews immer gegen die anderen gestichelt. Und wenn ich dann vor den anderen stand und meine Meinung gesagt habe, dann hast du gar nichts gesagt, hast mich alleine gelassen was und hast denen dann noch am besten in den Arsch getroffen. Ich habe niemanden alleine gelassen. Doch, du hast mich immer alleine gelassen. Aber warte, ist in den Interviews, deine Erwartung, in den Interviews zum Beispiel, du beleidigst immer jemanden die ganze Zeit. In den Interviews warte mal, lass mich ausreden. Du beleidigst jemanden die ganze Zeit. Der Typ oder dieser Mensch ist sauer. Und dann kommst du zu mir und sagst, ey, schütz mich. Und ich muss von dir kein einziges Mal beleidigt. Ich habe Jakob nie beleidigt. Mich? Und dann sagst du mir, schütz mich. Es geht nicht darum, dass ich dich beleidigt habe und sag, beschütz mich, sondern es geht beschütz darum, mich, dass ja. du in den Interviews sagst, ja, sag mal deine Meinung, sag das, stichelst. Und dann stehen wir vor denen und dann sagst du gar nichts und lässt mich alleine. Und das heißt, du hast zwei Gesichter. Einmal im Interview so, hahaha, und vor denen, nein, woher alles kommst gut, du alles auf diese prima. Idee? Das hat jeder gesagt. Was hat jeder gesagt? Das hat jeder gesehen. Was? Während der Ausstrahlung hat man es doch in den Interviews gesehen, wo du auch zu mir im Interview sagst, ja, jetzt sag mal deine Meinung und so. Hast es am Ende habe ich gesagt, bitte sag deine Meinung und sag alles, ja, und was du sagen willst. Ja, hast du immer in den Interviews hast du immer in den am Interviews gesagt. Habe ich das gesagt? Ja, habe ich. Aber was ist das Problem? Ja, und vor denen hast du dann aber nichts versuchst, gesagt. Die beschützt. Wir sind da auch zusammen als Team angetreten. Also wir waren zusammen ja, gegen die anderen, das war dass wir das Geld gewinnen.
Du warst nicht mit Jakob dort, um das Geld zu gewinnen, sondern ich war dein Teamplayer. Also ich werde das Geld auf die Seite legen. Ich werde auch noch demnächst anderes Geld bekommen, was ich auf die Seite lege. Und dann werde ich schauen, dass ich mir vielleicht nochmal eine Wohnung kaufe oder nochmal ein Haus. Ich werde das Geld auf die Seite legen und nicht so ausgeben. Ich meine, das ist ja auch sowieso nicht viel Geld, aber ja, oh, ist okay. Ja. Aber auf die Seite auch nicht verschwenden. Eigentlich der Großteil freut sich, aber es gibt auch Leute, die natürlich sagen so, ja, ihr wart ja nie getrennt oder so. Und da denke ich mir so wirklich, Leute, hört bitte auf. Wir waren getrennt. Ich meine, das, was in der Show passiert ist, das kann man nicht spielen. Wir sind jetzt auch getrennt. Ich meine, was wollt ihr denn noch? Sollen wir jetzt noch eine Scheidungsurkunde euch zeigen? Ich möchte, genau, ich möchte auch dazu was sagen. Das werden auch viele Menschen sehen und so. Diese Vorwürfe von manchen Menschen konnte ich mir einfach nicht anhören. Ich konnte einfach das nicht mehr anhören, dass jemand ständig sagt, hey, guck mal, ihr seid nicht getrennt, ihr seid nicht getrennt. Alter, ich bin von dieser Mensch getrennt. Ich wohne nicht mit dir zusammen. Ich fahre in Urlaub zusammen. Das ist alles allein. Ich bin nicht mit dir mehr zusammen. Aber es kann nicht wahr sein, dass ich jede Sekunde einen Vorwurf hören musste von jemandem. Ich meine, ja, das war einfach, das finde ich auch wirklich nicht cool. Aber Gott sei Dank, jetzt kann ich mich darüber äußern und kann ich meine Meinung sagen. Nicht meine Meinung, aber sagen, was die Tatsache ist. Und ja, und jetzt wissen die Leute jetzt genau, was die Tatsache ist. Meine Family hat alle Folgen gesehen und die fanden das cool, dass wir da so gut durchgekommen sind und auch die Aufgaben so gut gemacht haben. Ja, ich habe zum Großteil vom Cast noch Kontakt. Also klar, jetzt nicht täglich, aber so ein bisschen. Von dem Cast her, ich habe Kontakt mit Sandra. Genau, mit Sandra habe ich Kontakt. Mit Carina auch. Genau, Gustav, ja, aber mit den Mädels meistens. Ja. Malis auch, genau, die finde ich echt cool, die Mädels. Für mich, das war so eine krasse Erfahrung, wirklich unfassbar. Und das hatte ich nie in meinem Leben und wirklich, als ich gewonnen habe, dieses Gefühl einfach, es krass. Als wir gewonnen haben. Genau, Entschuldigung, es tut mir leid. Als wir gewonnen haben, das war echt ja, ein krasses Gefühl. Das hat man am Ende auch gesehen. Ich habe mich voll gefreut. Und ich muss auch sagen, prominent getrennt war wirklich ja, eine sehr starke Sendung, wie du so sagst. War richtig cool. Ich habe immer gesagt, das ist wie der Spielplatz für Erwachsene. Mir hat es auch richtig Spaß gemacht. Also war richtig, richtig gut, ja. Nee, ich bereue die Teilnahme nicht. Ganz gut. Nee, ich bereue die Teilnahme nicht, weil. Ich hab mir gedacht, okay, kann man was gucken, was probieren oder so, ob wir zusammenkommen oder so. Aber jetzt sehe ich wirklich, dass wir nicht zusammenpassen. Und genau, deshalb bereue ich die Teilnahme nicht.